aber erstmal meine Rohstoffe ablegen. Meine Rohstoffe ablegen. Ich glaube, wir können auch mal eben pennen gehen. Es ist ja nicht wahr. So, schön Kohle. Ne, Moment, jetzt erstmal alles hier erstmal jetzt in die Truhen schmeißen. Ja. Das ist doch ein gesunder Bestand an Kohle. Damit kann man doch arbeiten. Das ist super. Wesentlich besser, wesentlich besser. Was haben wir denn hier noch? Steine. Wo waren die denn nochmal? Steine. Die waren hier. Cobblestone, also Bruchstein. Schön ablegen. Auch ein Teil davon noch ablegen. Kies ist hier. Kies. Ach, Bruchstein habe ich übersehen. Da ist noch mehr Bruchstein. So. Und schon sieht es wesentlich besser aus. Glückshacke. Feuerstein. Hey, mal kurz die Öfen ausleeren. Lebensmittel. Auch da wird es langsam wieder besser. Da können wir gleich weitermachen mit dem Eisenerz und dem Gold, was wir gesammelt haben. Das kommt wieder in die Öfen rein. Zur Nahrungsmitteltruhe. Knochen, immer gut. Kürbislaterne. Zombiefleisch. Erde. Hier oben kommt das Fleisch rein. Die ganzen Hühner und das ganze Zeugs. Erde. Ah, ich hab's jetzt wieder drauf. Ich weiß jetzt wieder, wo die Truhen sind. Erde. Hier haben wir Redstone. Dann sind wir jetzt eigentlich ganz gut durch. Wir müssen aber noch trotzdem noch einmal runter. Ich brauche Diamanten. Du hast es gesehen, wir haben keine gefunden. Wir müssen erst noch Diamanten finden. Fackeln nehme ich noch mal mit. Jetzt haben wir auch wieder Kohle reichlich da. Da können wir jetzt auch wieder reichlich Fackeln von machen. Wo war denn die Holztruhe? Da war sie. Da sind noch zwei Stöcker drin. Das ist natürlich ein bisschen kläglich. Ach, ich habe ja jetzt wieder Birkenholz. Ich nehme jetzt erstmal wieder Birkenholz in meinen Bestand. Das ist eigentlich so mein Standardholz, was ich immer nehme. Jetzt sind wir ja nicht mehr im Winterwald. Jetzt können wir auch wieder mit Birkenholz hantieren. Und erstmal ordentlich Fackeln gemacht. So, Holz eingesammelt. Beziehungsweise Stöcker. Hier rein mit den Stöckern. Die überflüssigen Fackeln kommen hier wieder rein. Und dann können wir im Grunde genommen schon wieder los. Wir sind gut ausgestattet. Wir haben nur eine einzige Kürbislaterne eben verbraten. Wir können natürlich auch mal eben schnell ein paar Kürbisse ernten. Nein, ich glaube, da habe ich gerade keine Lust zu. Wir ernten jetzt keine Kürbisse. Wir sind jetzt unter der Erde eigentlich. Wir sind jetzt unter der Erde. Das hört sich auch an. An unserem ehemaligen Home. Das ist ja mein ehemaliges Home hier. Hier habe ich früher gewohnt. Hier bin ich ausgezogen. Ins Hotel halt. Und hier ist unser Bergbauhaus. So, da war Andi jetzt nicht. Das sieht man auch sofort an den Gängen. Die sind bei mir so ein bisschen, ja, ich sag mal, die habe ich so ein bisschen angelegt für blöde, weil ich immer so einer bin, der sich schnell mal in Höhlen verläuft. Bei mir, ich lege das immer so an, dass mir das halt nicht so schnell passiert. Andi, der rennt immer so durch die Höhlen durch und findet auch wieder raus. Bei mir ist das halt nicht der Fall. So, also da sieht man schon, wie das hier aussieht. Stollen rechts 2, Stollen rechts 2. Also hier bei den Stollen auf dieser Seite sind wir überall gewesen. Hier ist unser Lager, wo wir zwischendurch auch mal schnell was ablegen können. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Aber im Regelfall nehme ich halt alles mit nach oben. Und wir sind im Grunde genommen bis Stollen rechts 5 gekommen. Hier ist der Zentralstollen, der geht halt bis nach hinten durch. Und wenn ich mir die Stollen hier so angucke, die gehen eigentlich gar nicht so weit nach hinten weg. Oder sie wurden vorher abgebrochen, weil irgendwie Lava da war oder was weiß ich. Lava da war oder was weiß ich. Und wir machen hier jetzt weiter. Also das war der Stollen rechts 5 und wir
müssen einfach weiter nach Rohstoffen suchen. Wir brauchen einfach Diamanten. Alles andere haben wir immer irgendwie genug da. Aber mit den Diamanten hapert das auch mal schnell eine Weile, wenn einem das Glück einen gewissen Zeitraum lang nicht hold war. Deswegen müssen wir da jetzt weitermachen. Da geht einfach kein Weg dran vorbei. Da ist schon wieder Lapis Lazuli. Schild, Schild, Schild. Stollen. Stollen. Rechts. 6. Fackel. Und los. Können wir mal gucken, wie weit wir kommen. Also ich meine mich schemenhaft, ich erwähnte das gerade schon, ich meine mich schemenhaft erinnern zu können, dass wir nachher irgendwie da auf Lava stoßen könnten. Es wäre natürlich auch cool, wenn wir mal was richtig Geiles finden würden. Irgendwie so ein Spawner oder sowas. Habe ich jetzt länger nicht mehr gefunden. Wäre mal wieder richtig aufregend, einen Spawner zu finden. Noch am besten so ein... Also richtig cool wäre es ja, so einen Spawner zu finden, der relativ nah unter der Oberfläche liegt. Dann könnte man da irgendwie so ein Haus drauf bauen und so ein Zombiehaus oder sowas ähnliches oder ein Skeletthaus machen. Einmal habe ich ja schon ein Zombiehaus in Clearwater gebaut. Also Clearwater ist ja auch eine Stadt in Village World. Und das war schon also ziemlich cool. Da habe ich einen Spawner gefunden, der wirklich direkt unter der Oberfläche lag oder so ein paar Schichten drunter, so ein paar Blöcke drunter. Das war nur ein Spawner und das war... Habe ich dann so ein ganzes Haus drauf gesetzt mit vielen Türen. Falls du das Video nicht gesehen hast, das gibt es schon. Aber da kann man halt eine Weile, da kann man halt so einiges draus machen. Das kann man natürlich auch gut beim Skelett-Spawner oder beim Spinnen-Spawner machen. Ne? Gut, bei Spinnen könnte man jetzt nicht mit Türen arbeiten, dass die Spinnen durch die Türen gehen, weil die eben zu breit sind, zu fett sind, um durch Türen durchzukommen. Aber so ein netter kleiner Spawner, wie gesagt, der wäre nochmal eine ganz coole Nummer. Oh Mann. Also ich glaube, hier grabe ich nicht weiter. Das ist mit dieser Lava, das ist echt nervig. Schon müssen wir weitermachen mit Stollen rechts 7. Ich bin jetzt hier noch ganz leer. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen weiter mit Stollen. Mit der Stollenwissenschaft hier. Gehen wir nochmal einmal eine Lage weiter. Irgendwann wird die Lava ja mal aufhören und wir können normal weitermachen. Stollen rechts 7. Und weiter geht das schon. Bisschen Erde ist auch immer fein. So. Zack. Hier wird natürlich alles wieder schön mit Stein ausgelegt, dass man hier schön langlaufen kann. Und jetzt graben wir erstmal in die Höhe. Ach, was wäre das schön, fände ich ein paar Diamanten. Was wäre das fein? Ach, was wäre es schön? Was wäre es schön? Also wenn wir jetzt keine finden sollten, dann ist das halt so. Dann gehe ich ein andermal nochmal los. Ich werde jetzt also nicht auf Krampf 4 Stunden lang in irgendwelchen Gängen rumbuddeln, dass ich Diamanten finde. Wenn wir jetzt keine finden, dann ist das halt so. Das passiert halt immer wieder mal, dass man keine findet. Und dann muss man sich damit halt erstmal zufrieden geben. Aber noch habe ich ein bisschen Hoffnung. Noch ist der Gang nicht zu Ende. Noch taucht hier keine Lava auf, die wieder alles kaputt macht und den ganzen Spaß verdirbt. Noch geht alles gut. Also da oben ist Redstone, das ist schon mal ganz schön. Muss schon mal hochgraben. Da war gerade Gras. Wieso war da Gras? Okay. Lavafeld, Gold, Eisen, Redstone. Es riecht mir verdammt nach Diamanten. Moment. Moment. Da ist fast ein Takt hinter. Wieso ist hier Gras, ey?
Wieso wächst hier Gras? Von was kann das wachsen? Von der Lava? Okay, nehmen wir erstmal das Eis mit dem Redstone mit. Die Hoffnung auf Diamanten stirbt zuletzt. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit von Diamanten reden. Tue ich aber trotzdem. Weiß ich auch nicht. So. Der ganze Redstone, den brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Was ist denn das hier für eine Höhle? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist das hier für eine Höhle? Das schreit gerade ein bisschen nach Kürbis. So. Okay, wir sind gerade in einer Höhle gelandet, wo wir noch nie waren. Ich baue jetzt noch ein bisschen Eisen ab. Wir sind nicht mehr auf der Höhe, auf der wir eigentlich sein sollten. Vielleicht wird es ja gleich noch ein bisschen tiefer. Wir müssen eigentlich wieder auf die Diamantenhöhle zurück. Aber gut, ein bisschen Eisen mitnehmen zwischendurch ist ja auch mal ganz nett. So, das leuchten wir erstmal schön aus. Hier ist uns auch... Sonst ist hier auch nichts. Sonst ist hier auch nichts. Du siehst ja lustig aus. Ein so eine dämliche Lederrüstung. Mehr hast du nicht. So. Alter, wo kommt... Alter! Alter! Wo kommen die alle her? Haben wir sie jetzt? Was ist denn hier? Alter, das ist alles unentdeckt. Das ist alles total unentdeckt. Hier bin ich noch nie gewesen. Hier bin ich definitiv noch nicht gewesen. Ich würde sagen, wir bauen hier jetzt einfach mal das Eisen ab. Und gehen einfach mal weiter, wo wir hier hinkommen. Das ist ja eine coole Nummer jetzt. Dass ich hier jetzt noch eine Höhle finde? Fackel? Ein Jammer, dass meine Schaufel so abgenutzt ist. Sonst würde mir das mir noch viel mehr Spaß machen, hier alles abzubauen. So ist der Spaß jetzt ein wenig gebremst. Weil ich weiß, irgendwann geht es mit dem Ding zu Ende. Lapis Lazuli. Haut mich nicht so richtig außer Furche, weil ich davon genug habe. Eisen ist immer gut. Mir schwebt da auch schon wieder so eine kleine Schienenstrecke vor. So, Moment mal. Das machen wir jetzt erstmal hier komplett weg. Jetzt kommt hier ein Kürbis hin. Den sieht man nämlich jetzt sehr gut, wenn man jetzt hier durch die Gänge läuft. Ein Zombie in der Ferne. Welche Höhe sind wir? Muss ich ja mal kurz mal prüfen. Auf der Höhe 20 ist schon wieder Gras. Weiß der Geier wieso. So, gehst du jetzt tot? Ein Spawner! Moment. Oh, ich bin so... Hier muss der Kürbis hin zeigen. Da. Auf jeden Fall ist da ein Spawner. Da ist ein Spawner, und zwar ein Zombie-Spawner wird es sein. Klar, was auch sonst. Deswegen, ich hatte eben schon so insgeheim gedacht. Ich hatte so insgeheim gedacht, wieso kommen da jetzt so viele Zombies auf einmal? Haben die sich da jetzt alle aufgehalten oder sind die alle zufällig gespawnt? Fledermaus auch flach gemacht gerade.
Schnell eine Fackel drauf. Schnell ausleuchten. Geil, und ich rede noch davon, ne? Ich rede noch davon. Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das? Oh Mann. Nee, nicht, dass jetzt ein Creeper kommt und hier alles kaputt macht. Ich bin gerade mega aufgeregt. Oh Mann. Oh Mann. Was ist denn das für eine geile Truhe? Alter. Drei Schallplatten. Drei Schallplatten. Das ist der Hammer. Das haben wir die gleiche. Okay, das ist aber die gleiche, aber was soll's? Dann haben wir noch eine. Eisenbrot. Zweimal Pferderüstung. Zweimal. Alter, wie geil. So, das Getreide kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Boah, ist das geil. Hoffentlich finde ich diesen Zombie-Spawner, wenn ich jetzt das hier verlasse. Vielleicht kann man ja noch irgendwas aus diesem Zombie-Spawner machen, aber das ist seit langem, ohne Witz, ne? Aber das ist seit langem die geilste Truhe, die ich gefunden habe. Also, schon lange nicht mehr so eine coole Truhe gefunden. Boah, Manno! Wie cool! Das haben wir jetzt wirklich gebraucht, oder? Das haben wir wirklich gebraucht. Und ich habe noch vor 5 Minuten, wirklich vor 5 Minuten in dem Gang darüber geredet, wäre das geil, einen Spawner zu finden. Und falls du jetzt denkst, das ist alles geplant oder so, nein, das ist es definitiv nicht. Das ist ein mega cooler Zufall, der sich hier gerade ereignet hat. So, was mache ich denn jetzt mit der Erde? Die muss ich jetzt wegschmeißen, damit ich Lapis Lazuli aufsammeln kann. Oh Mann, Zombiefleisch kommt auch weg. So, ich muss erstmal nach oben. Und bevor... Was ist? Der Zombie-Spawner, da kann nichts kommen. Ich sammle nachher die anderen Steine auch nochmal ab. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt hier Schilder hinstellen, dass ich das wiederfinde. Ich muss hier Schilder hinstellen. Ich finde das sonst nicht wieder. Zombie-Spawner. Oder vielleicht nicht wieder. Zombie. Zombie. Spawner. Meine Fresse. So, in die Richtung. Sonst was nehme ich jetzt erstmal nicht mehr mit. Ich bringe jetzt erstmal diese Sachen in Sicherheit. Das ist ja mega ultra. Da ist auch noch alles unerforscht. Ey, hier ist ein mega Potenzial. Zombie-Spawner. Zombie-Spawner. So. Hier geht es auf jeden Fall Richtung Ausgang. Einfach nur den Gang entlang. Ah, die Schallplatten, die würde ich mir ja gleich gerne mal anhören, ne? Komm, noch ein Schild. Wir haben es ja. Ist ja kein Problem. Wir haben es ja. Zombie-Spawner. Und was für ein Spawner. Was für ein Spawner, ey. Was kann man daraus alles machen? So, hier ist Lava. Moment, jetzt muss ich mal eben gerade schauen. Ach, hier bin ich durchgekommen. Genau. Hier ist der Gang. Hier ist der Gang. Und da muss ich halt hier nachher hochlaufen. Deswegen mache ich hier auch noch ein Schild hin. Bei der Lava weiß ich nicht. Nachher brennt mir das Schild ab. Fackel hier, Fackel da. Hier mache ich mal so eine kleine Mauer. Ich muss das immer alles so ein bisschen absichern hier. Immer alles, dass man sich orientieren kann, auch wenn man längere Zeit nicht hier ist. Man vergisst einfach unglaublich schnell. Zombie. Spawner.
Hier mache ich jetzt nur ein Pfeil hin, sonst mache ich, dann habe ich hier immer einen Haufen Screenshots, das nervt. Ein Licht. Und auch hier noch ein kleines Hinweisschild. Nach oben einfach mal dran. Ach, ich habe keine Schilder mehr. Macht nichts. Wir wissen, hier ist was. Hier setze ich jetzt auch drei Fackeln. Oh, ist das cool, ey. Ich habe noch nie so viele Schallplatten gehabt, glaube ich. Also doch im Ganzen natürlich schon, aber das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Bei Stollen rechts 7 ist der Zombie-Spawner. Das müssen wir uns merken. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, kann ich irgendwas noch an Steinzeugs mitnehmen? Ein paar Steine. Jetzt bin ich auch wirklich komplett randvoll. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Also das nehme ich jetzt erstmal mit nach oben, ne? Das nehme ich jetzt erstmal mit nach oben. Da bin ich jetzt total gespannt drauf, was auf diesen Schallplatten drauf ist. Sofort zum Hotel. Ach, was glaube ich denn jetzt für einen Weg? Na gut, das habt ihr noch nicht gesehen. Das hast du vielleicht noch nicht gesehen hier. Ah, wenn ich jetzt noch ein bisschen Platz hätte, könnte ich sogar noch Kürbisse mitnehmen. Nee, wird wohl nichts. Okay, laufen wir weiter. Zum Hotel. Um uns gleich erstmal, nachdem wir alles ausgeleert haben. Also es war jetzt eigentlich nicht angedacht, dass wir sofort wieder aus der Höhle zurücklaufen. Aber wenn man sowas Geiles findet, dann muss man einfach ja sofort ran und sofort sich das anhören. So, das Gold nehmen wir wieder. Das können wir schon aus dem Ofen rausholen. Packen wir hier rein. Gold haben wir übrigens reichlich da, sehe ich. Erde. Erde, Erde, Erde. Erde ist immer gut, wenn man sie los wird. So, dann haben wir diese Pferderüstung, ne? Geile Pferderüstung. Kann ich auch gut nachher für die Pferde verwenden. Also es schreit geradezu nach Pferdezucht. Es schreit geradezu nach Pferdezucht, finde ich jedenfalls. Lapis Lazuli nach oben geschmissen. Zwar immer noch keine Diamanten, aber das, was wir gerade in dieser Truhe gefunden haben, entschädigt uns für manches. Lässt uns über den Frust hinwegschauen. Schwarzpulver haben wir auch wieder. Wir haben das ganze Schwarzpulver in der Silvesterzeit aufgegeben. Jetzt haben wir endlich wieder was. Sehr gute, sehr gute. Kies. Also ich bin jetzt wieder wirklich wieder richtig drin in meinem Rohstofffieber hier, auch mit dem Schürfen jetzt unter der Erde und so. Ich merke, jetzt bin ich wieder richtig drin. Das war halt im Winterwald ein ganz anderer Rhythmus. So, wir haben jetzt also zweimal die gleiche Platte. Das ist halt... Die nehmen wir erstmal raus. Das ist die rote. Die eine können wir ja schon mal reinpacken. Das ist ja sowieso die C418. Ach, die heißen alle C418. Okay. Die heißen übrigens auch C418 Cat. Die tun wir jetzt in den Automaten. Stahl, Cat, 13 und Blocks haben wir. Die habe ich schon mal gehört, die jetzt gerade drin ist. Na, die kenne ich. Okay, wir hören nur kurz rein. Wir wollen jetzt hier nicht stundenlang Schallplatte hören. Die gelbe wollte ich auch nochmal eben reinknallen. Ah, die kenne ich auch. Die hatten wir schon mal in Village. Die, da habe ich eine Kirche gebaut. Da ist die auch drin. Okay. Ist ja nicht verkehrt. Packen wir erstmal alle schön in die Truhen rein. Jetzt haben wir sage und schreibe 5 Schallplatten hier liegen. Also so viel auf einmal hatte ich noch nie gehabt. Sehr, sehr geil. Klasse.